Achtung für die drei Lowlights da draußen. In diesem Video stelle ich linke Literatur vor, Bücher, die ein Rassist verfasst hat, Literatur geschrieben von einem amerikanischen Patrioten. Aber das alles bedeutet jetzt nicht, dass ich mich für irgendeine dieser Seiten positioniere, sondern dass ich einfach dafür sorge, dass mein Spektrum immer sehr weit bleibt. Naja, los geht's. Hallo! Und herzlich willkommen zu einem ganz seltsamen Video auf meinem Kanal, nämlich ein Video, wo ich mal meine Büchersammlung vorstelle. Ach ja, und am Anfang, sorry, es gibt ein bisschen Baulärm. Mein Nachbar reißt gerade sein Haus ab. Das wird zum Schluss besser, aber ich habe es jetzt nicht nochmal neu aufgenommen und erst im Editing bemerkt tatsächlich. Der Grund ist ganz einfach, bei meinem Video, bei meiner Reaction zum Schopenhauer habe ich das da im Hintergrund gehabt. Und das sind so Medizinbücher. Und die sind aber nicht von mir, sondern von meiner Frau. Die ist der Arzt. Ich kann ja nicht. Trotzdem wollte ich mal einfach mal meine Bücher vorstellen, weil war dann doch irgendwo auch schon mal die Frage in den Kommentaren nach irgendwelchen Sachen, die ich so lese. Daher heute eine ganz, ganz kurze Folge Buchroom-Tour oder was weiß ich, Buchsammlung, weil ich möchte ja irgendwann auch mit der Filmsammlung weitermachen. Da sind noch zwei Kartons, die ich auspacken muss nach dem Umzug und deswegen jetzt mal ein Bonusmaterial. Ich habe nicht viele Bücher. Das meiste, was ich so lese, da partizipiere ich halt einfach am Sammelwahn meiner Frau. Meine Bücher beschränken sich auf wenige Exemplare und die gehen wir jetzt mal durch nach dem Intro. So, hier sind wir im Schrank. Ich will das mal nicht auskramen. Haben wir einmal Paul Verhoevens Biografie bzw. Filmografie in Buchform. Sehr geil. Paul Verhoeven, geiler Regisseur, einer meiner Lieblingsregisseure. Klar, dass mir dann natürlich auch seine buchgewordene Filmografie es angetan hat. Dann darunter, da seid ihr dran schuld, dass ich Watchmen mir geholt habe, nach meiner Watchmen-Review. Und ihr hattet recht, geiles Buch. Ich würde trotzdem nicht sagen, das Buch oder dass die Graphic Novel ist besser als der Film. Es hat beides seine Existenzberechtigung. Schön, dass es parallel existiert. Hat mir sehr gut gefallen. Muss ich mich mal bei euch bedanken, dass ihr mich denn doch überredet habt und dass ich mich platt schlagen ließ. So, hier wäre die Reihe, die wir uns nicht angucken. Da kann man auch gar nicht, ich kann auch nicht mal sagen, wir gucken da mal rein, weil dann wird definitiv mein Video demonetarisiert. Wenn du diese Büchersammlung zu Hause hast, brauchst du auf jeden Fall nicht mehr, was weiß ich, nach rotten.com suchen. Ne? So, eine Reihe tiefer haben wir Fucked Up von David Hein. Ja, wer seine Movie Trivias kennt, das ist quasi das Ganze in Buchform. Nächstes Mal, wenn ich in Berlin bin, David, musste mir das mal unterschreiben. Dann haben wir hier ein weiterer YouTuber, den ich sehr schätze. Und zwar Wolfgang M. Schmidt. Und zwar mit Influencer. Ein sehr, sehr intellektuelles, interessantes, gutes Buch über Influencer. Nicht nur Wolfgang geschrieben, sondern auch Ole. Beide machen ja auch Wohlstand für alle. Diese wundervolle Internetsendung. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich muss da nochmal reingucken. Sehr schönes Ding, kann ich empfehlen. Dann haben wir hier etwas, das man als Filmkritiker so ein bisschen als Rüstzeug braucht, nämlich die richtige Einstellung. No pun intended. Sehr, 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 sehr umfangreiches Buch übers Filmemachen. Vom Drehbuchschreiben über Storyboarden bis hin zur Kameraeinstellung und so weiter und so fort. Hier ist einmal alles drin. Ja. Ein super Teil, hat mir damals ein Filmstudent empfohlen und er hat bis heute recht behalten. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wahrscheinlich gibt es das. Aber natürlich auch kein Ding, kein Schmöker. Ne? Kannst du nicht einfach durchblättern. Hier muss man schon gezielt suchen, was möchte ich wissen. Und eine feine Sache. Ja. Und nochmal Trivia am Rande. In diesem Buch, sehr, sehr cool, da sind deleted scenes oder nie verarbeitete Szenen aus Blade Runner drin. Die dann aber später, Jahre später, die ich dann wieder gesehen habe in Blade Runner 2049, gerade diese gesamte Eröffnungssequenz, wo er da auf dieser Plantage ankommt, die sollte es anscheinend ursprünglich mal im Original Blade Runner geben. Also David, für Auflage Nummer 2 hast du hier schon mal einen neuen coolen Fakt. Ich hoffe, es kommt mal Auflage Nummer 2. Kommt Auflage Nummer 2? Möchten Sie mehr wissen? So, dann haben wir hier natürlich noch mehr Filmkram. Ja, Arnie, ne? Die Biografie. Was soll ich dazu noch groß sagen? Ich bin mit Arnie groß geworden und klar habe ich diese Biografie verschlungen, zumal da ja auch einfach ganz, ganz viel aus einer Epoche Film ist, die ich absolut liebe. So, dann haben wir noch 1001 Filme. Ich schätze, die habe ich auch alle so gesehen. So ein kleines Lexikon fürs Klo. Ja, so ein kleiner Schmöker, wenn man mal auf dem Klo sich mal belesen will zu dem einen oder anderen Film. Und dann auch noch eine interessante Sache, die Ultimate History of Video Games.
Das kommt aus einer Zeit, da habe ich mir das geholt, da gab es tatsächlich hier im deutschsprachigen Raum keine deutschsprachige Literatur über Videospiele. Das Ding war so das Nonplusultra. Jetzt mittlerweile kann man ja, was weiß ich, Gregors zum Beispiel, wie heißt das denn? Retro Club? Also der Retro Club, diese Bücher, die Gregor geschrieben hat. Keine Ahnung. Ganz wunderbare Bücher, die ich mir auch noch holen muss. Da habe ich schon mal ein bisschen drin geblättert. Da ist jetzt auch schon ein zweiter Teil draußen. Das hier ist auf jeden Fall so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, für mich persönlich so der Urvater von Videospielliteratur. Ja, es gab mal eine Zeit, da waren Videospiele, da waren die noch nicht so in der breiten Masse angekommen. Ne? Wir gucken ein Stockwerk tiefer. So, abgetaucht. Hier unten sind noch ein paar Bücher von mir. Und zwar zum Beispiel das hier. Die Resident Evil Romane von Teil 1 bis Code Veronica mit den Zwischenromanen. Ja, es wird immer ein Spiel verbucht und dann die Geschichten dazwischen, die sogar ein bisschen interessanter sind, finde ich. Keine große Literatur, aber es gab eine Zeit zwischen Teil 4 und Teil 7, wo Resident Evil als Fan, also für mich als Fan, halt einfach nicht so abgeliefert hat, wo es mich so ein bisschen verloren hat, die Spielereihe. Und da habe ich mein Heil eben in dieser Romanreihe gefunden. Ja, für Resi-Fans definitiv was. Alle anderen, ihr braucht es nicht lesen. Es ist keine große, krasse Horrorliteratur. So, dann habe ich hier unten noch Karl Marx, das Kapital. Natürlich, ja, wir sind ja vom Kapitalismus umgeben. Da ist es ganz gut, wenn man sich mal eine Gegenthese anguckt. Ich bin kein Marxist, ich bin auch kein Kapitalist. Ich halte Kapitalismus ist nicht unbedingt für die Endlösung, obwohl doch die Endlösung ist es ja irgendwie schon. Ich finde es interessant, sich das Kapital von Marx mal durchzulesen. Da sind doch schon ein, zwei Ansätze, die man vielleicht in unserem modernen Kapitalismus hätte oder einfließen lassen könnte. Nicht alles, ja, das ist am Modell gescheitert, aber es gibt immer wieder Ideen aus allen Richtungen, die man ja irgendwie mal aufgreifen kann und verflechten kann, ohne extrem dabei zu werden. So, deswegen musste ich mir das mal durchlesen, dieses gute alte Kapital. Das hier im Gegensatz, Dantes göttliche Komödie, konnte ich mir nicht durchlesen. Ab der Hälfte, Abbruch. Unglaublich anstrengend zu lesen. Ich möchte nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich glaube, ich bin einfach zu dumm dazu. Und ich kann mich da einfach, die Formulierungen sind mir einfach zu heftig. Aber auch als Filmkritiker bin ich immer bestrebt, so die Basis zu kennen. Ja? So, wenn du Moby Dick kennst, dann hast du ganz viel. Also ganz viele Geschichten sagen, okay, das ist based on Moby Dick. Wenn du Frankenstein kennst, das ist based on Frankenstein. Und christliche Mythologie ist ja stark verankert in unserer aktuellen Literatur, aber auch im aktuellen Film. Im Film an sich, daher fand ich das mal als Basiswissen ganz gut. Ich glaube, ausgelöst, dass ich mir das mal geholt habe, war dieses Game von den Dead Space-Machern. Dantes Inferno. Ne? Das war der Auslöser, dass ich mir gesagt habe, komm, da lese ich mal rein. Aber jetzt gucken wir mal ein Regal weiter. So, weiter im Regal finden wir die alle drei Metro-Romane. Mein Hype für diese Romane wurde natürlich vom Spiel 2033 ausgelöst. Nein, 2034, ne, als das Ding für PS3 rauskam. An dieser Stelle meinte ich natürlich Metro Last Light. Naja, was soll's. Und dann habe ich rückwirkend natürlich dann eben durch die Redux Editions Zugriff auf die anderen Spiele gehabt. Super geile Spiele, kann ich immer noch empfehlen, alle drei Teile und auch die drei Bücher, wobei eben, ja, 2033 das Beste von allen ist. Ich mag diese Odyssee, die Artyom da durchmacht und ich mag, auch wenn man das heutzutage ja irgendwie immer nur unter Vorbehalt sagen darf, habe ich das Gefühl, ich mag auch die russische Seele in diesen Büchern, ja. So, wir gucken mal hoch, jetzt wird es noch lustiger. Obwohl, stopp, hier, hinter Lara ist noch was Interessantes. Hot Zones. Zone, du Trottel. Ah, ist auch ziemlich klein geschrieben, ne? Ein Buch über eine wahre Begebenheit, ich glaube aber ein bisschen krasser gesponnen, über einen Ebola-Ausbruch in New York. Hochinteressant, gerade, ich würde sagen, das erste Kapitel, also das erste Drittel ist hochinteressant und sehr, sehr eklig, weil da beschrieben wird, was Ebola so im Körper macht, mit Organe, die dann zerreißen und so weiter und so fort. Richtig widerlich und richtig interessant, habe ich lange vor unserer jetzigen Pandemie gelesen und war erstaunt, wie viele Parallelen dann doch zu finden waren in der Real World. So, jetzt gehen wir aber hoch. Und wir bleiben rot. Denn hier oben, da steht Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten. Huiuiui, böser Urst. Ist der Urst etwa ein Wagenknecht? Nein, nicht wirklich. So, Akku war alle. Machen wir also hier weiter. Ich habe mir das Ding geholt, um mich mal so ein bisschen mit der Person Sarah Wagenknecht und mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen und war so ein bisschen enttäuscht. Weil so viel Inhalt, muss ich sagen, neben sehr viel Populismus, ist da denn doch nicht drin.
gewesen. Ich mag ja Ihren Ansatz zu sagen, wir müssen links wieder weg von der Bonzenpartei hin zu einer Proletarierpartei bewegen. Vielleicht schaffst du das mit Ihrer eigenen Partei. Bisher bin ich ja, naja, von dem, was sie politisch erreicht hat, jetzt nicht so überzeugt. Als Oppositionelle kann sie gut auf den Busch schauen, wie gesagt, guten Populismus verbreiten, ja, aber man muss auch irgendwo Inhalte schaffen. Da bin ich mal gespannt, ob sie eine eigene Partei gründet, die Inhalte schaffen kann. Das hier hat mich nicht überzeugt. Mich überzeugt ihre Haltung zur Ukraine nicht. Und ich weiß nicht. Für mich ist es immer noch eine sehr laute Person, die durch Talkshows schwadroniert. Ich habe zu der Frau, obwohl sie ein ganz anderes Spektrum vertritt, eine ähnliche Haltung wie zu Carsten Stahl. Naja, weiter im Text. Dann haben wir hier oben noch die kürzeste Geschichte Deutschlands. Das ist ein amerikanischer, englischer Historiker, der ja eben die deutsche Geschichte in so einem kleinen Büchlein zusammengefasst hat. Wird der Geschichte Deutschlands natürlich nicht gerecht, aber war auch mal so ein Ding, was ich für eine Zugfahrt mir geholt habe. Und dafür war es kompakt genug, um 4 Stunden lang mich zu beschäftigen. Und wenn wir gerade vom Roten gekommen sind, kommen wir doch gleich mal zu unserem Rassisten. Da, guckt ihn euch an. H.P. Lovecraft ist eine verdammt geile Sammlung vom Fester Verlag, die noch nicht mal so teuer ist, weil der Fester Verlag halt einfach auch irgendwie es hinbekommt, Sachen in bezahlbarer Qualität herauszubringen. Ich wende das Ganze mal, wartet mal kurz. So, und hier drin befinden sich halt alle Kurzgeschichten und ja, Romane und Geschichten von Lovecraft. Natürlich nicht die Gedichte und die Briefe und all das ist natürlich nicht hier drin. Aber ihr seht, was ein Buch hier schon umfasst an Kurzgeschichten. Da ist viel dabei, viel Schrunz, aber auch viel Gutes. Ja, der Mann war nun mal krank. Ich glaube, vieles ist entstanden in Abwesenheit seiner geistigen Kapazitäten. Dann gab es auch wieder ganz große lichte Momente. Und ja, Lovecraft ist so eine diskutable Figur, ne? Wir kommen mal gleich mal zu einem anderen Buch und dann können wir weiter über Lovecraft reden. Und zwar kommen wir mal zu dem Ding hier. Das hatte ich ja auch schon in 1-2 Videos bei. Das Werk. Da hast du nicht nur Kurzgeschichten drin, sondern eben auch kommentierte Geschichten. Am Rand gibt es immer noch so Notizen und eben seine Biografie. Ja, wir hatten es bei J.K. ja schon das Thema, kann man Werk und Künstler trennen. Das ist bei Lovecraft tatsächlich sehr schwer, weil sein Rassismus ja in den Büchern zu finden ist. Ne? Allerdings muss man auch sagen, hätten wir diesen kosmischen Horror, diesen Angst vorm Unbekannten, wenn Lovecraft nicht so ein schizophrener, xenophober Mensch gewesen wäre? Ich glaube halt nicht. Ja, man muss ihn geschichtlich natürlich verorten. Der Mann war ja nicht dumm, der war ja doch sehr, sehr gebildet, ein sehr, sehr gebildeter Autodidakt, aber eben auch ein sehr verängstigter, armer, kleiner Mensch, der sehr, sehr früh, sehr, sehr grausam verstorben ist. Interessante Figur, Täter und Opfer zugleich eigentlich in seiner Schaffenskraft. Ich möchte lange über Lovecraft reden, das könnten wir mal irgendwie anderweitig irgendwie vertiefen. Letztendlich muss ich sagen, ich lese es trotzdem, habe da jetzt nicht so ein Problem mit, weil er für mich wie ein Martin Luther oder ein Wagner eben auch in seiner Zeit existiert hat. Ich schätze, in Lovecraft wäre heute kein so ein krasser Rassist mehr, dann würde er halt was anderes finden. Etwas anderes Unbekanntes, vor dem er panische Angst hat. So. Der Mann war krank, aber eben auch genial. Und wir könnten alle unsere Stephen King Bücher hier verbrennen und ganz viele Spiele und ganz viel moderne Literatur, wenn es diesen Lovecraft, diese Basis nicht geben würde. Ne? So, jetzt machen wir weiter, denn ich habe schon viel zu lange hier schon wieder mich aufhalten lassen von so politischen Scheiß. Ah, so, hier oben haben wir. Scheiße, es kommt gar nicht raus. Ich krieg's nie raus. Ist egal, machen wir so. Auch nochmal, was ich euch gesagt habe. Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das Beatles von Dorian Gray. Basisliteratur, meines Erachtens. Ja? Damit ich als Filmkritiker auch einfach weiß, woher kommen all die Geschichten, die sich doch so oft wiederholen. Und deswegen habe ich mir das einfach mal reingepfiffen. So. Und jetzt geht's von Rot zu Rassist zu US-amerikanischem Patriotismus. Ich habe alles. Oh Leute, schneller kleiner Nachtrag zu Lovecraft. Die Graphic Novel zu Call of Cthulhu habe ich auch noch. Und die ist auch ziemlich sexy, aber eben Call of Cthulhu. Ich meine, wer kennt's nicht? Und zwar haben wir oben Tom Clancy, Das Echo aller Furcht. Ein sehr, sehr cooler Roman darüber, wie Terroristen
eine Atombombe bauen, und zwar eine, die sie in einem Automaten zünden. Ich glaube, der Film Der Anschlag hat das verfilmt. Hochinteressant. Tom Clancy hat super recherchiert. Wenn du dieses Buch durch hast, weißt du selber, wie du dir aus Armbanduhren mit Leuchtstoff, das im Dunkeln leuchtendes Tritium oder Tritium, was da drin ist, wie du dir eine Atombombe bauen kannst. Das ist doch auch mal wissenswert. Ja? Und einer der weniger pathostriefenden Clancy-Romanen. Ne? Also nicht wie Rainbow Six und Co. Dann haben wir hier Der Schattenkrieg. Ich glaube, das ist Basis vom Film, für den Film Das Kartell gewesen mit Harrison Ford. Auch ein Jack Ryan-Roman. Hier trieft es natürlich vor Pathos. Hier geht es eben darum, in Mexiko ja, Drogenkartelle zu zerschlagen. Fand ich auch irgendwie ganz nice. Und dann haben wir hier ein Buch, das ist ähnlich wie Hot Zones. Irgendwie habe ich alles, was heutzutage schon passiert, schon vor 100 Jahren gelesen. Ihr seht, wie alt das Schmöger ist. Tom Clancy im Sturm. Wenn ihr kein Tom Clancy-Fan seid, damit nichts anfangen könnt, guckt euch dieses Buch mal an. Wirklich, das ist hier heute meine große Empfehlung für alle. Hier lässt ihr den Dritten Weltkrieg ausbrechen, aber noch zu Zeiten der besetzten Zone. Also es gibt noch die DDR und die BRD und all das. Und es ist hochinteressant, wie viele Parallelen wir hier zum heutigen Krieg haben. Denn auch hier gelingt der Erststoß der Russen nicht. Und es findet sich alles quasi in so einem Stellungskrieg wieder. Und dann wird dieser Krieg beendet im Prinzip durch einen Staatsstreich in Russland. Hochinteressantes Buch. Kann man nur empfehlen. Der Typ recherchiert gut. Und in dem Fall lässt er den Dritten Weltkrieg in einem Planspiel ausbrechen, das wirklich erschreckend ist. Ja, Laber, Rhabarber. So, jetzt kommt mal mit. Ich habe jetzt fast alles durch. Ah ja, hier ist es. Und zwar Der Nebel. Das einzige King-Buch, was ich tatsächlich in dieser Riesensammlung selber besitze. Ich mag den oder liebe den Film von Frank Darabont und ich liebe natürlich auch dieses Buch. Kann man beides genießen, es nimmt sich nicht viel. Schönes Ding, Der Nebel. Jo, wie gesagt, der Rest ist alles, wie gesagt, meine Frau. Da kann ich eben von partizipieren, dass die Frau so viel liest. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, E-Book-mäßig habe ich mir natürlich noch die Discworld-Romane reingepfiffen. Und ich glaube, das war's. So, hier oben sind wir. Und hier kommen wir zum letzten Buch, nämlich meinen neuesten Zugang, Im Westen nichts Neues. Das habe ich mir gekauft, weil ich die Review zu Im Westen nichts Neues gemacht habe. Und da rede ich halt auch über das Buch. Und ohne das Buch gelesen zu haben, kann man nicht über das Buch reden. Ja, so. Ihr seht also, so eine 3-Minuten-Review, die kann manchmal ganz schön viel Arbeit bedeuten. So, das war eine kurze Tour. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich möchte auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Soll ja kein Booktube-Kanal werden. Ich gehe jetzt in den Keller. Macht's gut. Nee, war ein Scherz. Ich hab keinen Keller. Nee, Kamera muss ich auch noch ausmachen.